Einen wunderschönen Donnerstagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 ABB Team Challenge auf der Dürrenrot zusammen mit dem Sören, dem Martin, dem Marvin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Moin. Ja, wir haben immer noch zu Gast das LU. Die wollen hier gar nicht weg. Nee, wir fühlen uns hier wohl. Ja, heimlich sind sie unsere Mitarbeiter. Das weiß nur keiner. Die laufen nur unter dem Namen Gruber. Genau. So, jetzt gibt Eggy erstmal ab. Ja. So, 1657 Euro haben wir gekriegt. Für den Restball. Ganz schlecht. Ja, ne? Oder in Ordnung für die Ballen noch. Ja, willst du die Maschinen alle abgeben, dann jetzt auch den Auftrag, oder? Ich würde jetzt alles abgeben wollen, dann würde ich mal sagen, das switchen wir immer auf Ding. Ja gut, dann gib ab. Wird dann wieder das LU-Dauer beschäftigt bei euch? Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, kann ich da zu euch schicken. Genau. Ach so. Der Trecker gehörte. Dauerauftrag einrichten, gell, und dann kann man da gerne drüber reden. Ja, genau. Stimmt, der Trecker gehörte ja dazu. Ist der Waldra weg? Tüttüm. Tüttüm. Willst du mit unserem Trecker oder willst du mit Flüssigdinger? Ach, hier, ich fahr hier unseren schönen Fiat Agri. Ja, du kannst den Käse nehmen, wenn du willst. Ja, ich nehme mal Fiat Agri. Den kleinen Süßen. Habe ich schon lange nicht mehr gefahren. Den 59. Der kleine süße Fiat. Jo, ist er nicht knuffig. 59, was ist er denn, Mann? Der Vergleich von dem Fiat zu dem Steyr, weißt du noch? Ja, übel, oder? Echt übel. War schon geil. Vorderrad so groß wie bei dem Fiat, das Hinterrad. Ja, ist echt so. Das war schon nicht schlecht, ey. Aber wir müssen auch mal gucken, wegen Feldspritzen, ne? Müssen wir mal dann drauf achten noch. Unkraut. Dürfen wir nicht außer Augen lassen. Unkraut? Marvin, wir müssen uns Gedanken machen. Ja, ach ne, Unkraut ist aus. Stimmt. Ich kann sagen, Unkraut wurde ja gewünscht auszuschalten. Richtig, stimmt. Wir uns Pellets hin, ist die Frage. Die müssen eigentlich auch in das Silo reinpassen, ne? Nein. Geht nicht rein? Nein. Schlecht. Ach ne, jetzt die 16. Warte mal, da müssten. Da gehen den Futtermischer, müssten die doch reingehen, oder? Ich glaube ja, die gehen da rein. Muss mal ausprobieren, hier stehen ja die zwei Futtermischer, da kannst du die mal reinkippen. Ich glaube, dadurch, dass wir ja jetzt die mit drauf haben, kannst du ja auch mit Heupellets einstreuen, rein theoretisch, und verfüttern, glaube ich. Eigentlich schon, ja. Muss mal ausprobieren. Ich teste. Teste bitte, Martin. Martinez. Natürlich. Sicher, Dicker. Wir brauchen Bass. Bass, wir brauchen Bass. Ja, bitte? Ja. Ich denke mal, wir haben jetzt erstmal. Wolltest du noch ein bisschen Forst machen, Martin? Nö. Auch nicht mehr, ne? Hört. Das ist etwas, das bockt mich eigentlich gar nicht so. Nicht wirklich, ne? Eieiei, wie bist du denn drauf, Sommer? Gibt's ja gar nicht. So mal zwischendrin, ja, aber es muss nicht stets verständlich sein. Das stimmt allerdings. Ich sag mal, was pfeift denn eigentlich so bei dir? Das Mikrofon von Martin. Ja. Habe ich auch schon festgestellt. Ein leichtes Pfeifen. Die sitzt ja auch vor dem Mikro. Verduft. War der schlecht. Der war echt schlecht, aber der war auch ein bisschen gut. Der war lange überlegt.
Ada. Ja, sehr lange, ja. Hättest du Montag bringen können hier. Marvin, fährst du den Schlepper zur Feld 7? Muss schreiben, warum. Ja, warte, ich geh mal hin zu denen. Jojo, geh du mal. Bin gleich wieder da. Jojo. Tschüss. Ach ja. So ist das. Richtig. Und bist du so Karneval, Martin? Oder eher weniger? Nee. Nee, auch nicht? Nee. Sei froh, ich auch nicht. Wir haben zwar auch bei uns sowas, aber... Nee, halte ich mich fern. Oh, ich auch nicht. Viel zu viel mit dem Zeug schon. Und dann immer jedes Jahr, weißt du, das ist wie Weihnachten. Ja, schlimm, ne? Oh. Echt so. Weihnachten an sich ist ja nicht schlecht. Gell? Aber das fängt ja schon einen Monat vorher an. Ja. Hast du alle Geschenke? Ja, das den ganzen Monat, weißt du, die Weihnachtslieder, überall hast du Weihnachtslieder. Ja. Da hast du schon gar keinen Bock mehr auf Weihnachten. Ist echt so. Vor allem, wenn du dann auch jedes Jahr weißt, ach, es wird sowieso grüne Weihnachten, weißt du? Ja, genau. Das ist auch so ein Ding, ey. Ach komm, die ist aber knapp. Ja, diesmal ist knapp ausgegangen, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Hoffentlich dürfen wir dieses Jahr endlich wieder Ende des Jahres Raketen steigen lassen. Das ist mir eigenartigerweise gar nicht abgegangen. Nicht? Na. Ah, doch. Überhaupt nicht. So was ich hab jedes Jahr immer ein bisschen Raketen und ein bisschen so diese Pyrotechnik-Würfel da. Ja. Und dieses Jahr ist mir überhaupt nicht abgegangen. Okay. Ja, so ist halt. So, und ist das eigentlich bei der 58 gehört das uns, was da steht? Hab ich gerade hingefahren, ja. Achso. Was steht? Was hast du denn da eingestellt? Ein Ideal, schon mal zur Vorbereitung. Achso. Spezial. Ja, der Ideal steht Spezial. Ja. Was? Schön mit Sonderwege rechnen, ne? Genau. Fertig! Noch wo? Aber ich bin gleich sofort gucken. Ich kann auch eben selber gucken. Richtig! Mensch, ich bin da ja flexibel. So, warte mal, 59 kann abgeschlossen werden. Achso, die 41 nicht. Jetzt gibt's wieder Hau. Richtig. Was gibt denn hier am meisten Geld? Guck mal. 3600 Ballenpressen? Nee. Ich gehe da mal wieder zurück zu uns, gell? Jo, ist in Ordnung. Tschüss. Nö. Das gibt ist alles nur ja, Düngen, aber 1400, 1700, 1100. Im Moment ist echt Ballenpressen en masse. Ja, nur irgendwie, die Liste wird immer kürzer. Gibt's ja, ne? So viele. Richtig. Um den 49 kannst du auch noch benehmen. Ja, warte mal, wo ist denn die 49? Da. Und die 38 ist da oben. Ich kann ja, wenn du willst, kurz rüberkommen, da kriegst du einen Case. Jo, kannst du tun. Oh nein! Jetzt wollte ich die Aufträge gerade annehmen, sind sie weg. Was? Also die nächste Wachstumsstufe war gerade. Nein, jetzt sind die Felder Dreschen. Weg. Meinst du? Sind Dresch fertig? Jo! 2 von 3 auf jeden Fall. Aber die erste Wachstumsphase. Dann schon dreschen willst du. Na gut. Dann fahre ich den Agri mal an der Seite. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, das macht bei Weizen nicht so viel aus. Fahre ich den Fiat mal Agri weg. Irgendwas passt hier nicht so ganz. Warum? Immer noch Problem. Aber wir könnten den. Unser Feld 57 ist, macht mich irgendwie stutzig. Ich guck da gleich mal, warte. Warte mal. Oh, es hat wieder geleckt. Hier steht. Ist jetzt erst in der letzte Wachstumsstufe gekommen.
Okay. Hier steht ein John Deere am Shop. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall einsteigen. Dann kann es eigentlich nur das LU sein. Ich glaube den jetzt aber mal gucken. Lisa rennt hinter mir her. Gehört der Lisa? Hey! Ja? Klaus, unseren Trepper, Hacker. Ach, das ist eurer. Ja. Also, weil ich hab ihn nur beschützt, weißt du, weil Lisa rennt da hinterher. Da läuft's. Ja, ja, du. Die wollten einen mittelgroßen Traktor nur haben. Ach je, oh je. Mal gucken, was Lisa, mal gucken, wann Lisa kommt. Ich nehme mal mit. Ja, die läuft da schon hinterher. Ja, egal. Ach nee. Oh, wei, wei. Die arme Lisa. Mal gucken, wann sie in den Channel kommt. Ich glaube nicht, dass die reinkommt. Ich glaube nicht, dass die hier hinkommt. Aber wir können dann einfach so, können ja jetzt auch Fahrzeug zurücksetzen. Ja, wenn ich ausgestiegen bin, dann ja. Ja. Ach genau, hier geht der Schraublage nicht. Stimmt. Doch. Ja. Dann bin ich mal wieder weg. Alles klar, bis jo, dann. Tschüss. Machst du ohne Schraublage? Ich wollte bloß mal kurz eine Runde, dass ich hier hinstellen kann. Achso. Ist die Frage, wollen wir mit Schraublage machen? Ja, ne? Oder? Was kosten dort kleinste Ladewagen? Können wir ja mal kicken, mal. Ja, kick mal. Ich guck mal gerade, was mal für Stroh geben würde. Oder vielleicht mal Marvin fragen, ob er uns daraus Pellets macht. 45 gibt's. 46.000 Euro wäre der billigste Ladewagen. Oder, ja, entweder machen wir daraus Ballen, oder wir sammeln es lose, oder Sören holt mal das LU. Moin. Moin. Mahlzeit. Ja, bitte. Was sind denn deine Preise zum Ausleihen eines Ladewagens, oder zum Leihen? Des Ladewagens? Jawohl. So, nicht so viel. Warte. Hä, macht der jetzt was oder nicht? Ja, warte mal eben. Ja, warte mal eben. Für ein Stündchen nur 800 Euro. Ah, jetzt. Wie viel Kapazität hast du? Ja. Ich glaube, das ist mit der größte oder der zweitgrößte. Ja, der doch den Krone, glaube ich. Ja, genau. Der Krone 56.000 Liter. Ah. 240. Verdammt. So. Wolltest du den holen? Für 800, warte mal, ich muss mal kurz gegenrechnen. Was hast du gesagt? Komm, Stroh? Was hast du denn? Ich hab gerade den Tieflader angekuppelt und da hat der Martin mal gerade einen Sprung gemacht. 46. Hast du Martin jetzt katapultiert, ja? Mhm. Ich schick dir nachher mal einen Clip davon, wie das aussah. Jo, hätte ich gern, würde ich mir gerne ausleihen wollen. Ja, kannst du dir holen, wenn du magst. Jo, Ende. Okay. Wir holen uns dann Ende. Mach mal ab. Ja, ich bin da mal weg, ne? Alles klar. Jo. Bis später. Jo. Tschüss.
Ja, Lieben, wir sind schon wieder fertig für heute. Junge, Junge, Junge. Morgen haben wir noch. Einen Tag haben wir noch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, tschüss und bye bye. Tschüss.